Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen entweder zurück oder neu auf meinem Kanälchen. Für diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen oder die neu hier sind, mein Name ist Katrin. Und was treibe ich hier so? Ja, so einiges. Von Unboxings meiner Boxen, die ich so im Abo habe, bis hin über Make-up, Pflege, Hauls, eigentlich alles, was mir so einfällt, was mir Spaß macht und wo ich immer hoffe, dass euch das auch gefällt. Und ich habe euch ja gesagt, bei meinem letzten Asam-Wundertüten-Spektakel, weil ihr mir so viel geschrieben habt, ist noch ein Tütchen unterwegs. Und das Tütchen ist jetzt da. Und ich habe so tolle Videos gesehen, weil ich bin ja ein neugieriger Mensch und es waren ja einige dabei, die auch Wundertüten bestellt hatten hier auf YouTube und ey, da waren ja so tolle Sachen drin und ich muss sagen, da waren so tolle Produkte auch dabei, also ich hätte sie am liebsten alle gehabt und hätte mir am liebsten noch 50 andere Wundertüten bestellt, aber ich muss euch sagen, ich bin mit meiner auch sowas von zufrieden und was jetzt noch in der Tüte ist, ist einfach nur noch ein i-Tüpfelchen. Ich muss euch sagen, ich habe schon mal reingestöbert, weil ich es nicht ausgehalten habe. Und ich habe ja auf ein Peeling gewartet. Beziehungsweise hatte die Hoffnung, dass ich noch ein Peeling kriege. Und ich kann euch schon mal eins verraten. Yes, wir haben ein Peeling bekommen. Und das zeige ich euch jetzt und auch die anderen Produkte, die bei mir in der dritten Wundertüte so drin waren. Los geht's! So! Produkt Nummer 1. Ein wunderschönes Peeling. Und zwar in Zeder. Es ist ein Peeling, aber es ist in Zeder. Und im ersten Moment dachte ich, ach du lieber Herr, da rieche ich ja wie ein Zahnzapfen, wenn ich unter der Dusche stehe. Und habe es auch gleich aufgemacht, weil ich dachte, oh mein Gott, wenn das jetzt hier so rumtannenzapft, dann, ja, ne, man wäschte zwar ab, aber es ist ja auch einfach ein schönes Erlebnis, wenn man unter der Dusche steht und irgendwas duftet gut, dann ja, ne? Aber ich muss euch sagen, das riecht richtig lecker. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Das riecht richtig frisch und lecker und gut und ich freue mich wahnsinnig drauf und bin super happy, dass ich ein Peeling da drin habe. Und ich wollte euch eine Sache mal gerade zeigen, weil ich schwärme ja immer von diesen Peelings und ich kann euch die wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Und es ist wirklich, es schwimmt in diesem Öl und das hier, oh, ich habe ein bisschen vergessen, wollte ich euch einfach mal gezeigt haben. Das ist einfach nur das Öl, was da so drauf rumschwimmt und das ist echt der Wahnsinn. Also das habt ihr bei anderen Peelings nicht in diesem Maße und ich will ja nichts verschwenden. Und der Duft, boah, das riecht so lecker. Ich hätte mir das niemals, niemals, niemals bestellt, muss ich euch ehrlich sagen. Bei Cedar habe ich irgendwie eine andere Vorstellung irgendwie von gehabt, aber mein Gott, riecht das lecker. Also da bin ich schon voll und ganz zufrieden. Und das war halt Produkt Nummer 1 in der Wundertüte jetzt quasi. Und dann geht es ja einfach weiter los, ne? Und wir haben noch etwas drin. Und da musste ich so schmunzeln und so lachen, weil ich muss jetzt die ganze Zeit, habe ich im Kopf, Staubsaugerparfüm. Wir haben ein Parfüm drin gehabt, was ja an sich richtig klasse ist. Und zwar haben wir Rosewood und ich versuche euch das Video zu verlinken. So lustig. Also das habe ich noch nicht gehört, dass man Parfüm in seinen Staubsauger sprüht. Und ja, ich war so neugierig, ich musste unbedingt dran schnuppern, wie denn so Staubsaugerparfüm riecht. Und ich weiß, die Jenny fand das auch nicht so prickelnd. Und ich muss euch sagen, ich auch nicht. Also prickelnd ist anders und das soll irgendwie so Orange noch mit drin sein und Blutorange, genau, und Iris-Akkorde und
so ein bisschen holzige, harmonische Duft der Femininität soll das unterstreichen von seiner Trägerin. Ich stehe einfach auf andere Düfte. Das heißt nicht, dass das ganz furchtbar riecht. Also ich habe da dran geschnuffelt und dachte, so einen ähnlichen Geruch kenne ich. Und ich weiß, da wird sich jemand in meinem Bekanntenkreis richtig drüber freuen, weil die steht auf solche Düfte. Und da freue ich mich alleine drüber, dass ich das weitergeben kann und als Geschenk jemandem geben kann, der sich da wahnsinnig drüber freut. Von daher auch das für mich persönlich in meiner Tüte kein schlechtes Produkt, weil ich kann damit jemanden, glaube ich, sehr glücklich machen. Und wir haben hier 100 Milliliter, ne? So, Produkt Nummer 2. Dann habe ich in meiner Tüte diese Gesichtsmasken. Und das, so rum vielleicht, von Forever Young sind die. Und die hatte ich schon mal in einer Wundertüte gehabt, in einer älteren. Und habe die auch schon getestet. Und ich finde die so lala. Warum? Ihr habt so kleine Kapseln, die ihr eindrückt. Und außen habt ihr das Serum, wo sich das Tuch dann quasi damit vollsaugt. Ja, die gehen dann so auf und dann könnt ihr das Tuch nehmen und drauf machen. Das Tuch ist mega schön. Super angenehm, liegt so schön auf der Haut, aber mir ist da zu wenig Serum drin. Ich mag das, wenn diese Dinger so richtig schön durchtränkt sind und durchfeuchtet sind und das war mir so schnell so trocken und weiß ich nicht. Irgendwie, also die mit mehr Serum und so wären bestimmt richtig klasse. Kann man machen, um Gottes Willen, das ist kein mega schlechtes Produkt, aber und alleine für den Spaß, für die einzudrücken. Aber ich weiß, die Dinger kosten 30 Euro. Und da muss ich sagen, ich würde sie mir nie kaufen, weil ich den Preis einfach übertrieben finde und mir da zu wenig Serum, zu wenig Effekt dann ist. Aber hey, in der Wundertüte nehme ich die Dinger auf jeden Fall, weil Tuchmasken kann man doch nie genug haben. Von daher, yay. So, da, das nächste Produkt ist etwas von Flora Mare, von diesem Deville. Und das ist ein Körperbalsam. Und wir haben hier 500 Milliliter, weil sind ja nur große Größen da drin. Und 6 Produkte im Wert von mindestens 100 Euro für knappe 35 Euro. Ob man da wirklich was verkehrt macht? Weil das sind auch tolle, 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 tolle Geschenke, wo sich jeder immer richtig drüber freut. Und das ist ein tolles, tolles, tolles Geschenk für mich selber, weil ich mag das furchtbar gerne. Ich habe das, kommt bald irgendwann in einem Aufgebraucht-Video. Ich hatte das auch schon mal in einer Flora Mare-Tüte, meine ich. Da waren nur Flora Mare-Produkte drin. Egal, keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall und es ist richtig gut. Und das riecht. Das riecht, dieser Geruch ist ein absoluter Traum. Den als Parfüm, ich wäre mega happy. Und pflegt gut. Was mich nervt daran ist, dass es ein bisschen länger braucht zum Einziehen. Ich mag so Cremes, die ihr drauf macht und dann zack, weg und fertig. Also da müsst ihr ein bisschen länger rubbeln, bis es dann mal eingezogen ist. Aber die Pflege und der Duft machen das Gerubbel wieder gut. Und deswegen freue ich mich auch darüber richtig. Und habe ich jetzt noch eins, bin ich auch super happy drüber. Ja. Produkt Nummer 5 haben wir von Emma Asam, natürlich von Emma Asam, yay, eine Hyaluron Repair Augenbalsam Creme gerettet. So. Und zwar 30 Milliliter. Und davon hatte ich ja auch das Serum drin. Und davon habe ich auch schon eine Körpercreme. Und ich mag diese Serie gern und ich habe mich richtig gefreut, weil einfach noch eine Augencreme dazu war und ich habe sie noch zugelassen, weil, wie gesagt, wir schnorren uns die Linien so langsam zusammen, aber die wird auf jeden Fall getestet, ihren Einsatz finden und bin ich super happy mit und ja, eine mega tolle Augencreme. Und dann
kam die Krönung, wo ich mich so richtig gefreut habe. Habe ich auch schon aufgepackt. Ich kann mal die Plastikfolie da wegmachen. Und zwar habe ich hier auch von dieser Serie, und ich finde das ganz cool, dass sie so wenigstens so zwei aufeinander abgestimmte Produkte einer Serie da reinpacken, dass man so ein bisschen darauf aufbauen kann. Und hier habe ich jetzt davon diese Night Repair Maske und einfach mal 150 Milliliter. Und ich mag diese Masken, die ihr über Nacht drauf macht, super gerne. Weil danach wacht ihr auf und ihr habt so tolle Haut. Und ich kann mir vorstellen, dass die auch richtig gut sein wird. Ich freue mich wahnsinnig drauf, das zu benutzen. Und ist parfümfrei. Da fällt mir wieder jemand ein. Und ist aber... Ich guck mal gerade. Wo sind meine Inhaltsstoffe? Hier. Ist wieder Shea-Butter mit drin, Jojoba, Sunflower-Seed. Oh mein Gott. Ich kenne mich ja nicht so mit Inhaltsstoffen an, aber Moringa, Seed, Oil, Panthenol und Hyaluron, Acid, Ceramid. Es hört sich irgendwie alles toll an. Und ich glaube, es sind auch viele, viele ganz tolle Inhaltsstoffe. Und dann parfümfrei. Ich weiß mittlerweile, wie schwer das ist, irgendwas Parfümfreies zu finden. Und ich werde berichten. Aber Leute, ich brauche da eine Zeit für, weil 150 Milliliter, Halleluja, da habe ich eine Zeit lang dran. Aber ich freue mich richtig drauf, richtig drauf, richtig drauf. Und ein mega Produkt. Und auch mit dieser Wundertüte bin ich super happy. Ich bin froh, dass ich mir noch eine nachgeholt habe. Und doch nochmal ein bisschen Geld investiert habe, obwohl mein Konto am Heulen war. Aber egal, ich freue mich. Günstiger kommt man nicht an diese hochwertigen, tollen Produkte dran. Und ja, ich kann es kaum abwarten, bis die nächsten Wundertüten kommen. Ich glaube, so alle 2 bis 3 Monate kommen die ja. Ich packe mir schon mal ein bisschen Geld zur Seite, weil sobald ich das mitkriege, werde ich auf jeden Fall wieder zuschlagen. Und ich weiß, wir haben viele Asam-Fans bei uns und ich überlege mir was für euch. Weil da war auch eine, die war nicht so begeistert von ihrer Tüte, weil die immer nur Cremes und Peelings drin hat. Was mich persönlich super freuen würde. Und ich würde sagen, wir eröffnen einfach unter dem einen Video eine Tauschbörse, weil viele wollten auch Haarprodukte, wovon ich jetzt einfach 3 habe. Und andere hätten sie gerne, kriegen sie nicht und wollen gerne ein Peeling oder sowas. Von daher, vielleicht geht es euch auch so und vielleicht kann man da ja irgendwie mal was einrichten, dass man untereinander ein bisschen Wundertüten-Tauschhandel betreiben kann. So, ja, wollte ich nur mal so nebenbei erwähnt haben. Falls ihr da Bock drauf habt, schreibt mir in die Kommentare, schreibt euch gegenseitig in die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ihr auch gegenseitig ein bisschen in Kontakt tretet und ja. Das war's zu dem Video. Das war meine Wundertüte Nummer 3. Bei Gefallen des Videos natürlich freue ich mich riesig über ein Däumchen nach oben. Ich freue mich riesig über einen Kommentar. Und ich freue mich riesig, wenn unsere kleine Gemeinschaft ein bisschen Zuwachs kriegt. Deswegen, wenn ihr euch hier wohlfühlt, klickt auf den Abo-Button, kostet euch nichts und vielleicht habt ihr Spaß mit uns. Das ist nämlich die Hauptsache. So. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Quatschen, ein bisschen seine Leidenschaft ausleben. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen, wann immer ihr das Video seht. Haut euch eine Gesichtsmaske drauf, legt ein bisschen die Füße hoch, entspannt euch und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!